Geehrte Geschwister, wir sprachen letzten Freitag über das Schicksal, über das Rätsel, das Geheimnis, das Mysterium, Schicksal, die Warnung der Gelehrten, sich in solchen Spekulationen und Mutmaßungen zu vertiefen. Wir sprachen über die deutliche Lektion, dass wir Verantwortung tragen, dass wir aktiv, proaktiv unser Leben gestalten mögen und dass wir in unserem Herzen stets verankert haben müssen, dass Allah Ta'ala immer und stets die Aufrichtigen führt und sie für ihre Aufrichtigkeit belohnt und sie niemals wird im Stich lassen. Heute wollte ich über einen anderen Aspekt des Schicksals sprechen, einen Aspekt, der aufgrund der Zeit in der letzten Woche nicht möglich war, zu thematisieren. Ein Aspekt, den ich selbst in meinem Herzen her kenne, als Prüfung auch kenne und in meiner Umwelt auch als Prüfung kenne. Und die Art von Prüfung ist, die nicht einmal im Leben auftritt, bestanden wird und nie wieder zurückkehrt, sondern die aufgrund der Beschaffenheit des Herzens stets wiederkehren kann. Und so vermag man diese Prüfung einmal gemeistert zu haben und dann schleicht sich diese Prüfung noch einmal ins Leben ein, weil man nachlässig wurde, innerhalb seines Herzens. Allah Ta'ala sagt in Surat At-Tawbah, der 9. der Abfolge nach, die Aya Nummer 51. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا فَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Sinngemäß, sprich, uns wird nur das treffen, nur das prüfen, nur das heimsuchen, was Allah für uns geschrieben hat. Er ist unser Herr, unser nahestehender Herr, unser mächtiger Herr. Ja? Al-Mawla ist eines der Namen Allahs, die sowohl seine Liebe widerspiegeln, als auch seine Macht. Ja? Ibn Kathir kommentiert den Namen Al-Mawla mit As-Sayyid, ja? Der Herr, also auch derjenige, der über einen Macht hat, der eine Autorität ist, und Al-Malja, der Zufluchtsort oder die Zuflucht. Ja, Allah ist kein Ort, aber derjenige, zu dem wir unsere Zuflucht suchen, der für uns Geborgenheit bedeutet, Schutz bedeutet, Abdeckung bedeutet. Er ist Al-Mawla, unser Mawla, unser liebevoller Herr. Und dann die Aufforderung, so mögen die Mu'minun, die Überzeugten, auf Allah vertrauen. Ja, nochmal, sprich, nichts wird uns prüfen, außer das, was Allah für uns geschrieben hat. Er ist unser liebevoller Herr und auf ihn, auf Allah, sollen die Mu'minun, die Überzeugten, vertrauen. Das ist in der 9. Sura, die Aya Nummer 51, das Zeichen 51. Al-Sha'rawi, rahimahullah, er sagte, dass was auch immer den Muslim trifft, so ist es gut für ihn. Und sein Beleg war diese Aya, speziell die Formulierung lana. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ lana. Denn es hätte auch heißen können alaina. Ja, und dann hätte das die Bedeutung gehabt von, ja, was Allah quasi gegen uns geschrieben hat, ja, oder was Allah uns auferlegt hat als Bürde, ja, als Prüfung. Und das ist auch nicht falsch. Allah Ta'ala formuliert in Bezug auf das Fasten im Koran, ja, kutiba alaikum as-siyam. Ja, euch ist auferlegt worden, das Fasten, ja, und es muss auch eine Auferlegung sein, ansonsten ohne Herausforderung werden wir unseren Charakter nicht stehlen können, nicht entwickeln können. Das Fasten ist eine Prüfung.
Aber hier in Bezug auf das Schicksal formuliert Allah Ta'ala auf wärmste Weise, auf einladendste Weise, wohl wissend, wie wir manchmal mit dem Schicksal hadern. Ja? Außer das Lana, was für uns ist, was für uns spricht, was gut für uns ist. Und damit wir diese Lektion in unserem Herzen verankern, damit wir uns an diese Lektion erinnern, dafür die heutige Freitagspredigt, und wir bitten Allah Ta'ala um Erfolgsverleihung. Das Vertrauen umfasst jeglichen Iman. Das sagte Sa'id ibn Jubayr. Sa'id ibn Jubayr, er war ein Zeitgenosse der Prophetengefährten gewesen. Ja, er hat den Propheten also nicht gesehen. Allahs Segen und Frieden sei mit ihm. Aber er hat diejenigen gesehen, die mit ihm Zeit verbracht haben. Ja? Mehrere von den 120.000 gesegneten Seelen, ja, die den Propheten gesehen und Iman an ihn als Gottgesandten hatten. Und Sa'id ibn Jubayr, er war einer der Herausragenden unter der Folgegeneration. Und damit ihr ihn besser kennenlernt und auch diese Worte stärker gewichten könnt, möchte ich euch vom Tod, vom Märtyrertod Sa'ids berichten. Ja, derjenige, der gesagt hat, Vertrauen umfasst jeglichen Iman, jegliche Überzeugung, dass wir wissen, wie wichtig es ist, auf Allah Ta'ala zu vertrauen. Er wurde zu einem ungerechten Herrscher gebracht, Al-Hajjaj. Allah möge ihm vergeben. Und das Erste, was Hajjaj tat, war, sich über den Namen Sa'id lustig zu machen. Ja, Sa'id, der Glückliche, und er nannte ihn Shaqi und machte sich auch über den weiteren Ablauf seines Namens lustig. Und Sa'id, er antwortete selbstbewusst, er sagte, meine Mutter weiß besser, wie sie mich genannt hat. Ja, sie hat den Namen von seiner Mutter gegeben bekommen. Meine Mutter weiß besser, wie sie mich genannt hat. Und Hajjaj, er war bekannt dafür, viele Menschen getötet zu haben, die ihm irgendwie nicht passten aufgrund seiner Gemütslage allein. Und es war klar, was jetzt passieren wird. Und Hajjaj, er kündigte das an und er sagte, ich werde dich auf eine Art und Weise töten, ja, mit der noch niemand getötet wurde. Und, Entschuldigung, er sagte, ich werde deine Welt für dich zu einem Höllenfeuer machen oder zu einem Feuer machen. Sa'id sagte, wenn ich überzeugt davon wäre, dass du das könntest, dann hätte ich dich zum Gott genommen. Ja. Aber das ist etwas, was nur Allah Ta'ala vermag. Du bist nur ein Geschöpf. Ja. Hajjaj wurde wütend und sagte, ich werde dich auf eine spezielle Art und Weise töten. Ja. Und dann sagte Sa'id, such dir irgendeine Art aus, wie du mich töten möchtest, denn gleichfalls wird dich auch Allah töten. Er erinnert an Allah Ta'ala, ja, und an die Wiedergutmachung Allahs auch. Ja. Und dann das Gesetz, dass das, was man sieht, auch einem widerfahren wird. Das ist quasi wie ein Boomerang. Ja, man wirft und er wird zurückkehren. Und Hajjaj, er prüfte ihn, indem er noch, ja, Gold und Silber vor ihm hinlegte, damit er anfängt zu betteln oder damit er Kompromisse eingeht. Und Sa'id, er sagte, wenn du hier dein Vermögen hinlegst, um anzugeben oder um vom Wege Allahs abzuhalten, wird es dir bei Allah nichts bringen. Und er wandte sich dann Richtung Qibla. Ja, also er verachtete das Vermögen und er richtete sich Richtung Qibla aus. Und Hajjaj, er verwehrte ihm dies, ja, ließ ihn in einer anderen Richtung stehen durch seine Soldaten. Und Sa'id, er zitierte dabei, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Ja, wo ihr euch auch immer hinwendet, ja, es ist für Allah, ja, es ist in Richtung, oder dort ist Allahs Angesicht. Ja? So. Ist nicht so, dass er sich von Allah abwenden würde, wenn er nicht Richtung Qibla schaut. Ja? Das ist für den Muslim nicht möglich. Und dann befahl Al-Hajjaj die Tötung und sagte, bringt ihn unter
die Erde. Und er rezitierte die Aya oder den Teil der Aya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ja, Allah Ta'ala sagt sinngemäß, aus ihr haben wir euch, aus der Erde haben wir euch erschaffen und zu ihr werden wir euch zurückbringen und aus ihr werden wir euch ein weiteres Mal hervorbringen. Ja? Und Said, er sprach noch das Bittgebet, das Hajjaj, nachdem er ihn getötet hat, niemanden anderen mehr wird töten können. Und ihr könnt euch vorstellen, dass dieses Bittgebet erfüllt war. So wird es dann auch von der Geschichtsschreibung festgehalten. Hajjaj starb wenige Wochen nach dieser Gräueltat. Ja. Oft fällt mir auf, wir zitieren hier Prophetengefährten und Gelehrte und ich frage mich, hey, manchmal war dieser Großgelehrte für mich etwas Neues und ich kannte ihn nicht und kannte wenig über seine Biografie, bis ich dem nachgegangen bin und dass wir das wertzuschätzen wissen, wer diese Worte gesprochen hat und dass wir wissen, dass diejenigen, die diese Worte gesprochen haben, sie sind nicht in den wichtigen Büchern unserer Umma festgehalten worden, wegen ihrer Worte, sondern weil sie nach diesen Worten auch gelebt haben. Ja? Wäre Said wie ein Feigling gestorben, glaubt ihr, die Gelehrten hätten seine Worte dokumentiert? Ja? Alhamdulillah, unsere Umma hat dies nicht nötig gehabt, die Worte von Menschen zu dokumentieren und sie zu zitieren, die nicht nach dem gelebt haben, was sie aussagten. Alhamdulillah. Das ist eine Wertschätzung, die wir stets in uns tragen sollten. Ja? Als ich Muslim wurde, habe ich die Hadithe immer nur vom Inhalt her betrachtet. Ja, wir kennen ja die Überlieferungskette. Ja? Der Prophet, also Omar berichtet, dass der berichtet, dass der, dass der, das habe ich immer übersprungen. Was hat der Prophet gesagt? Sallallahu alaihi wasallam. Aber es geht einem etwas verloren, wenn man diese wertvollen Menschen, ihre inspirierenden Biografien einfach übergeht. Ibn Rajab al-Hanbali, er sagte, wisse, dass das Ergebnis des Vertrauens ist für uns ein Spiegel, ein Tempomat, also eine Geschwindigkeitsanzeige, ja? Eine Zahl, die uns etwas wiedergibt. Es gibt ein Ergebnis des Vertrauens. Und Ibn Rajab sagte, nämlich die Zufriedenheit mit dem Schicksal Allahs. Ja, wir sehen also, wie hier Vertrauen mit Iman verknüpft wurde, ja, von Said ibn Jubayr. Und wir sehen, wie Vertrauen mit der Zufriedenheit mit dem Schicksal verknüpft wurde, von Ibn Rajab al-Hanbali. Und wenn wir nochmal die Aya lesen, zuhören, sag, uns wird nur das treffen, was Allah für uns geschrieben hat, er ist unser liebevoller Herr, so mögen die Mu'minun, die Überzeugten, auf Allah vertrauen. Ja? Hier ist das Schicksal angesprochen, das Schicksal ist hier angesprochen und das Vertrauen ist hier angesprochen, ja? Und die Zufriedenheit, ist eine Lektion, wenn man beides miteinander verknüpft. Wenn man Vertrauen auf Allah Ta'ala hat und wenn man weiß, dass das Schicksal, was für einen bestimmt ist, dessen man sich nicht enthalten konnte, was einem im Leben einfach gegeben wurde. Wenn man das weiß, dass das von Allah kommt und dass das für uns ist, ja, dann wird man automatisch zufrieden sein. Ibn Abi Dunya, er sprach über diese Zufriedenheit und teilte sie weiter ein. Er sagte, dass die unterste Stufe der Zufriedenheit ist, das ist schon eine bedeutende Stufe. Ja, so, wenn jemand in der dritten Liga beispielsweise jetzt Fußball spielt, dann weiß man, hey, ja, der kann schon Fußball spielen. Ja. Die unterste Stufe der Zufriedenheit ist, dass man aufhört, sich zu beschweren. Man beschwert sich nicht. Und darüber ist die Stufe, das, was Ibn Rajab allgemein angesprochen hat, dass man zufrieden ist. Ja. Man ist zufrieden mit dem, was Allah Ta'ala einem gegeben hat. Und darüber hinaus, und das ist natürlich eine Steigerung, ja, die höchste Stufe des Vertrauens, dass man das liebt, was Allah Ta'ala für einen bestimmt hat. Und das ist natürlich eine harte Aufgabe. Ja. Die Worte verlassen
meinen Mund mit Leichtigkeit, aber mein Herz hat Schwierigkeiten, dies tagtäglich zu praktizieren. Gerade in Situationen, die nicht nur unangenehm sind, sondern die einen, wenn man sagt, ins Mark treffen, die einen erschüttern. Ja? Wenn man eine, ja, hatta sulsilu, kommt auch im Koran vor, ja? Bis dass sie erschüttert wurden. Ja, Azilsal in der arabischen Sprache, das Erdbeben. Ja? Und in einer solchen Prüfung, diese Prüfung zu lieben, subhanallah, das muss die höchste Stufe sein. Ja? Und zufrieden damit zu sein, das ist schon eine Herausforderung. Sich nicht zu beschweren, liebe Geschwister, ist der Einstieg. Mögen uns die nächsten Worte vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dabei helfen, ja, zumindest in der dritten Liga einzusteigen und nicht tiefer als dies zu fallen, ja, im weiteren Verlauf unseres inshallah noch langen und tatenreichen Lebens. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, und alle seine Worte sind hier mindestens Hassan, das ist selbstverständlich, ansonsten muss doch darauf gesondert hingewiesen werden, ja, so sind gute, gesicherte Überlieferungen. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ اُبْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ. Eine Person wird gemäß ihrer Religiosität geprüft. Und wenn die Religiosität fest ist, صُلْب, ja, dann wird auch die Prüfung erhöht. Und hier eine wundervolle Formulierung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass man sich, wenn man nicht zu diesen Starken gehört, nicht so schlecht fühlt, ja, und wenn seine Religiosität, ja, wenn darin Riqqa liegt, ja, dann wird er gemäß dieser Stufe geprüft, ja, und hiermit ist gemeint die Schwäche, aber sprachlich, ja, wird mit diesem Wort unter anderem wiedergegeben, zart sein, fein sein, ja, auch schön sein, oder dünn, ja, die Dünnheit, das Dünnsein, ja. Aber subhanallah, wohl aus Barmherzigkeit hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht über die Schwäche, ja, im Wortlaut gesprochen. So ein liebevoller Hinweis, ja. Nicht so ganz fest, dann wirst du gemäß dem geprüft, was deine Stufe eben ist. Was heißt, liebe Geschwister, wenn wir geprüft sind, wenn etwas in unser Leben trifft, dann wissen wir, ja, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah prüft keine Seele über das hinaus, was sie zu leisten vermag. Allah überfordert niemanden, kurz gesagt. Wir müssen also immer wissen, wenn das jetzt in mein Leben kommt, dann muss ich wohl fähig sein, dann bin ich fähig dazu. Und die Leugnung dessen bedeutet nur ein langer, 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 langer Kampf, um dann am Ende wieder dort zu sein, wo man anfangs stand, nämlich bei der Erkenntnis, es ist für mich gemacht, diese Prüfung. Und ich bin für diese Prüfung gemacht. Das ist Allahs Entscheidung und Allah überfordert niemanden. Und das, was er prüft, ist für einen da. Und großer Lohn geht auch damit einher. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhama al-jazaa'i ma'a 'idhami al-bala'. Die Gewaltigkeit der Belohnung geht mit der Gewaltigkeit der Prüfung einher. Und wenn man selbstkritisch sein Konto anschaut, ja, dann wird man einen Grund mehr haben, Prüfungen zu lieben. Und gerade die unangenehmen. Denn der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta shauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Dass den Muslim nichts trifft an Anstrengung, Krankheit, traurig sein, Kummer, Übel oder Schaden, sogar wenn ein Dorn ihn sticht, außer dass Allah ihm dies als Sühne für seine Sünden anrechnet. Das heißt, man kriegt von seinem Sündenkonto reduziert. Ja? Alhamdulillah. Alhamdulillah dafür, dass wir auf diese Art und Weise geprüft werden. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass dies so lange anhält, bis man auf Erden wandelt, ohne eine Sünde auf sich zu haben.
فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. Ja. Bis man, wie gesagt, keine Sünde auf sich hat, wie immer Muslim berichtet. Das hört sich gut an, oder, geehrte Geschwister? Wir wollen aber auch ehrlich diesen Gedanken im Herzen ansprechen. Ja, aber warum werden wir auch nicht mit anderem geprüft? Oder warum könnte es nicht anders sein? Und warum sind wir nicht Millionäre und Athleten und beliebt? Und ja, Allah Ta'ala gibt uns Worte mit, um uns selbstkritisch zu reinigen. Allah Ta'ala sagt im Koran: وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. Und wenn Allah seinen Dienern die Mittel zur Versorgung ausweiten würde, ja, die Gaben mehr geben würde, was würde passieren? So würden sie auf Erden das Maß überschreiten. Ja? Sie würden übertreiben. Sie würden sündigen. Aber Allah kennt seine Diener recht wohl. Und so gibt er in einem bestimmten Maß, eine bestimmte Dosierung, geehrte Geschwister. Ja? Denn er hat Kenntnis von seinen Dienern und sieht sie wohl. Er hat Kenntnis von seinen Dienern und sieht sie wohl. Das heißt, wir sollten auch dankbar dafür sein, was wir nicht bekommen haben, geehrte Geschwister. Denn Allah ist weise und Allah ist barmherzig. Wir können darüber nachdenken. Sollten wir uns reinigen, um einer Gabe würdig zu sein? Ja, das ist auch eine akzeptierte Absicht. Ich möchte mich von einem Charaktermangel befreien, ja, um von Allah auch Gnade in dieser Welt zu erfahren oder Genuss in dieser Welt zu erfahren, um einer Verantwortung würdig zu sein, um eine Gabe im richtigen Sinn zu verwenden und auch im richtigen Maß zu verwenden, das ist okay, ja. Das ist gut. Aber besser sollte man noch sich reinigen, spekulieren über, ja, warum ist dieses und jenes nicht in mein Leben hineingetreten, um dann vielleicht dadurch irgendwelche krankhaften Stellen im Herzen zu finden. Ah, vielleicht deswegen. Oh, vielleicht deswegen. Um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Auch wenn man danach nicht diese Gabe bekommen sollte. So war dies doch das größere Geschenk. Einen vielleicht versteckten Fehler. Ja, und in Uqaym, wir sprachen über die Unaufrichtigkeit in den guten Taten schon in der letzten Freitagspredigt. Ja, und gute Taten, die eine unaufrichtige Person dann auch in die Irre führen können. Weil sie eben nicht auf das Herz prüfen schaut und auf die Absicht prüfen blickt. So kann es sein, dass wir würdig werden, aufgrund dieser Seelenreinigung eine Gabe zu erhalten. Oder, und das ist das Wichtigste, ja, wir reinigen unser Herz um Allahs Wohlgefallen willen. Subhanallah, Prüfungen bedeuten die Liebe Allahs. Wenn wir das verstehen, wenn wir geprüft werden, dann ist das ein Ausdruck der Liebe Allahs. Vielleicht wäre ich nicht drauf gekommen, geehrte Geschwister, wenn der Prophet es so nicht deutlich gesagt hätte. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allaha idha ahabba qauman ibtalahum. Wenn Allah Menschen liebt, dann prüft er sie. Oft spielt der Scheitan mit uns. Oh, das passiert dir als Strafe oder, ja. Dass du geprüft bist, ist ein Zeichen der Liebe Allahs. Der Liebe Allahs. Und wenn wir schauen, wofür Prüfungen alles gut sind, geehrte Geschwister, ja. Und dass wir das auch verstehen, die Propheten waren da nicht die Ausnahme von dieser Regel, sondern sie erfüllten diese Regel bis ins Maximum hinein. Und der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, auf die Frage hin, wer wurde denn am schwersten geprüft? Ja? Und dann sagt er, Al-Anbiya, thumma al-Amthal, thumma al-Amthal. Ja? Die Propheten wurden am härtesten geprüft und dann diejenigen, die ihnen am ähnlichsten sind und danach diejenigen,
die jenen am ähnlichsten sind. Wenn wir geprüft werden mit etwas, was uns unangenehm ist, auf einmal bekommen wir eine Wertschätzung, einen Dank für diese Gabe, wenn sie uns kurzfristig entnommen ist oder wenn wir um ihr bangen müssen, wenn wir nicht sicher sind, wird das anhalten oder wird das jemals wiederkehren. Vorher hat das vielleicht gar keinen Wert bei uns gehabt. Und auf einmal spüren wir, oh, subhanallah, wie wertvoll doch diese Gabe ist. Ja? So ist das kurzzeitige Nehmen der Gabe von Allah oder das Verunsichern in Bezug auf den Erhalt dieser Gabe doch ein großes Geschenk von Allah, denn so wird unsere Dankbarkeit erhöht bei Allah. So wird unsere Dankbarkeit erhöht. Man kann sich rückbesinnen. Manchmal, wenn das Leben zu gut läuft, wir vernachlässigen Allah und unsere Religion und unsere Charakterentwicklung. Manchmal kehren wir zum wahren Sinn des Lebens zurück durch eine Prüfung. Oft ist es so, dass wir erstmal die Sinnhaftigkeit eines Gebots auch erkennen. Ja, wir leben an den Geboten vorbei, an den äußeren wie auch an den inneren. Und dann fahren wir gegen die Wand und auf einmal merken wir, ah, subhanallah. Deswegen ist dieses Gebot gegeben. Deswegen das Gebet, deswegen das Fasten, deswegen die Zakat. Deswegen, dass man den Menschen etwas gönnt und nicht neidisch ist und Allah Ta'alas Zuteilung vertraut. Deswegen muss man seinen Zorn beherrschen. Deswegen dieses und jenes, ja, damit man eben diese Charaktervervollständigung und also Vervollkommnung im Menschenmöglichen weiterführt. Ja, und Vertrauen auch in die Gebote zurückgewinnt. Ein Bruder sagte mir in Bezug auf einen Bereich, dass er dort jede Regel gebrochen hat und jetzt auch genau versteht, warum jede einzelne Regel existiert in diesem Lebensfeld. Das hat er leider, ja, dadurch gelernt, dass er die Herdplatte, als sie heiß war, angefasst hat. Ja. Er sagt, jetzt habe ich bereut, weil jetzt weiß ich aus der Praxis, jede Regel hat, ja, ihren Sinn. Man kann Verständnis für andere entwickeln, was man vielleicht ansonsten nicht gehabt hätte. Vielleicht hätte man sich sogar noch lustig über diese geprüften Menschen gemacht. Aber so bekommt man Verständnis. Und durch das Mitgefühl, durch das Mitleid kann man sich auch für andere Menschen einsetzen. Und durch ein solches Leben kann man andere auch inspirieren. Ja? Alles Geschenke, die man über eine richtig verstandene und umgesetzte Prüfung Allah Ta'alas von Allah Ta'ala noch zusätzlich erhält. Lass uns Allah an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Das, geehrte Geschwister, sind oftmals schwierigere Aufgaben, als wenn man jetzt nun am fünfmaligen Gebet in der richtigen Zeit arbeitet oder den Ramadan fastend durchsteht, dass man mit seinem Herzen arbeitet, dass man sich diesen Fragen stellt, ja, diesen dunklen Stellen im Herzen, diese ungelösten Fragen, ja, Dinge, die man nach außen hin vielleicht ganz gut verstecken kann, weil kein Mensch oder kaum ein Mensch dies sieht und die vielleicht so etwas bemerken, einen vielleicht gar nicht darauf ansprechen. Aber wenn wir von innen nach außen heraus, geehrte Geschwister, uns Allah ergeben, dann werden wir diese Religion genießen. Und dann werden wir von dieser Religion auch profitieren. Subhanallah, wenn man diese Lektionen umsetzt, ohne Iman an Allah Ta'ala zu haben, wird man eine Charakterentwicklung genießen dürfen, die vielleicht derjenige, der sich an Allah Ta'ala bezeugend gewandt hat, aber der diese Charakterbildungsgeschichten einfach beiseite geschoben hat. Natürlich für das Jenseits
bedeutet das seine Rettung. Aber die Chance, geehrte Geschwister, ein erfülltes Leben zu leben, ein ehrliches Leben zu leben, Allah Ta'ala als Herrn anzunehmen und auch als Erzieher anzunehmen, Ar-Rabb, da ist auch die Tarbiya drin, das ist etwas Wundervolles. Und wir brauchen dafür einander als Geschwister. Ja, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, der Muslim ist des Muslims Spiegel. Ja. Wir brauchen eine liebevolle Gemeinschaft, wo ein guter Ratschlag kein Schlag ist, ja, sondern eine Unterstützung, die man dankend annimmt und die mit einer helfenden Hand auch einhergeht, nicht mit einer erniedrigenden Absicht. Ich möchte mit den Worten vom Propheten abschließen, sallallahu alaihi wasallam, عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Ja. Bewundernswert, besonders, ist die Lage, die Angelegenheit des Mu'mins. Der sprach vom Mu'min, ja, vom Überzeugten. Denn wenn ihn etwas Erfreuliches trifft, so ist er dankbar dafür und es ist gut für ihn. Khayr. Und wenn ihn etwas, ja, Hartes, Unerfreuliches trifft, so ist er geduldig und dies ist auch khayr für ihn. Dies ist auch gut für ihn. Ja Allah, ja Mujib, ja Rahman, ja Rahim. Wir bitten dich mit all deinen Namen. Bitte lass uns dich lieben, O Allah. Und helf uns, dem Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu folgen, innerlich wie auch äußerlich, um deine Liebe zu bekommen. O Allah, bitte segne dieses wundervolle Vorbild und seine Familienangehörigen und seine Gefolgsleute. Lass uns zu diesen Letzteren zählen, O Allah. Allahumma amin. O Allah, bitte lass uns unsere Gebete lieben und als Reinigung verwenden. O Allah, bitte lass uns unsere Fastentage schätzen und als Erziehung ansehen. Lass uns den gelebten Islam, O Allah, als Charakterschmiede, als Charakterschule begreifen und in dieser auch erfolgreich sein. O Allah, bitte lass unser religiöses Leben ein anderen Menschen nützliches Leben sein, dass wir den Bekriegten Frieden und Gerechtigkeit schenken, dass wir den Verfolgten Zuflucht schenken, dass wir den Geprüften Erleichterung schenken, den Verzweifelten Trost. All dies durch deine Kraftverleihung, O Allah. O Allah, bitte lass uns die Sünde verabscheuen und ihr aus dem Weg gehen und lasse uns das Gute als gut und das Wahre als wahr erkennen und Fürstreiter und Umsetzer dessen sein. O Allah, bitte lass uns ein Leben leben, das von Tag zu Tag eine Steigerung bedeutet, von Stunde zu Stunde eine Steigerung bedeutet. Und vergib uns für unsere Nachlässigkeiten und für unsere Mängel und bewährt uns nach unseren besten Taten. Lass uns aus der Hand des Propheten trinken dürfen am Tage des Gerichts, damit wir nie wieder Durst verspüren werden daraufhin, O Allah, Allahumma Amin. Und lass uns die Brücke, die über die Hölle gespannt ist, wie ein Blitz überqueren. Und lasse die Waagschale unserer guten Taten, die Waagschale unserer anderen Taten bei weitem überwiegen, O Allah. Und lass uns in das Paradies eintreten, ohne vorherige Abrechnung. Lass uns, O Allah, unser Leben auf das Jenseits ausrichten und gleichzeitig in dieser Welt erfolgreich sein, O Allah. Und helfe uns, dass wir nicht durch diese Welt und ihre Verführungen getäuscht werden, O Allah, und in die Irre gehen. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.